Moin Moin zusammen. Heute zeige ich euch die Reparatur eines Tachos Kombi-Instrument VW T4 nach Baujahr 2000 ungefähr, Facelift. Baugleich mit dem Bohrer oder mit dem Golf 4 aus der gleichen Bauzeit. Sind mehr oder weniger identisch. Hier haben wir einen Pixelfehler, sieht man ganz gut. Komplett, aber fast nicht mehr zu sehen. Da hilft nur der Austausch, wir müssen ein neues Display einbauen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, wir nehmen den Torx 10, lösen die zwei Schrauben. Dann riegeln wir das Gehäuse, hebeln hier und dort. Den Aufkleber schneide ich kurz an. So, alles enthebelt, entriegelt, der Deckel kann an die Seite. Hier haben wir einen Clip, und da haben wir einen Clip. Den drücken wir mit dem Fingernagel kurz an die Seite. Ein bisschen aufbiegen und gleichzeitig mit dem Finger die Platine ein bisschen vorziehen. Und dann kommt sie schon raus. So, bei diesem Gerät müssen wir die Zeiger natürlich runterholen. Wir müssen ja komplett an die Platine ran. Was speziell ist bei diesem T4 oder Golf 4, die Baureihen, die haben so einen silbernen Kasten hier hinter. Alle Kombi-Instrumente, die diesen Kasten haben, sind anders angesteuert als die Audis zum Beispiel, die mehr oder weniger das gleiche Display haben. Es sieht gleich aus, aber es ist ein bisschen anders von der Ansteuerung her. Deswegen funktionieren die Audi-Displays auch nicht hier drin. Und das ist auch eine andere Teilenummer. Das hier ist PX10936. Also nicht verwechseln, nicht das Audi-Display kaufen und den VW einbauen. Das funktioniert hier bei diesen Displays leider nicht. Noch eine andere Geschichte. Diese hier ist eine Platine hinter aus Keramik. Die bekommt häufig Haarrisse. Erkennt man dann oft daran, dass dieses Display hier komplett rot wird, hellrot. Und dann ist leider eine Reparatur nicht mehr möglich. Da hilft auch kein Display-Austausch. Dann hat man Pech gehabt. So, dann hebeln wir jetzt mal die Zeiger ab. Kann man leicht drehen. Das Ziffernblatt hat hier ein paar Kerben. Man dreht es bis zu der Position und kann man es leicht abnehmen. Hier anheben, genau das gleiche Spiel. Diesen Zeiger, den zieht man einmal doll. Ups. So, jetzt müssen wir die Entriegelung lösen. Von diesem Kasten, diesem Metallrahmen, von diesem und von diesem. Verriegelung aufbiegen, dass sie genau über die Schlitze passt. Hier auch. Jetzt noch den. So, dieser Plastikhalter hier, der weiße, der muss jetzt ab. Der ist hier geklipst. Da sieht man die verschiedenen Klipse. Gegendrücken. Den hier in der Mitte. Wo ist er? Da ist er schon raus. So, dann kann man hier hinten nochmal ein bisschen gegendrücken. Eben fertig.
Jetzt haben wir den. Da kann man auch hier gegen die Stifte drücken, gegen die Clips, gegen die Halter. Nimm den Rahmen ab, dann haben wir das Display hier. So, das nehmen wir leicht hoch. Diese Auflage, das Auflagegummi klebt hier mal dran fest, das ziehen wir ab. Stecken es wieder hier in die Schiene. So, jetzt brauchen wir unseren Heißluftföhn. 280 bis 300 Grad. Vorsichtig erwärmen, einmal vor hin und her gehen. Aufpassen, dass man die Bauteile nebenan nicht mit ablöst oder die LEDs hier schmilzt. Das Display halte ich hier leicht auf Spannung, dass ich dann fühle, wenn es sich löst und dann ziehe und zupfle ich ein bisschen. So, hier haben wir unsere Kontakte. Da machen wir jetzt ein bisschen Fluxpaste, Flussmittel drauf. So, ich arbeite hier mal mit einer Hohlkehlspitze. Mein Lötkolben, 1,9 mm Durchmesser. So, die kleine Hohlkehle, die fülle ich jetzt mit Lot. Die Absaugung hole ich mir runter. Ich arbeite dabei mit einer Lupe. So gut sind meine Augen leider nicht mehr. So verzinne ich die Kontakte alle noch einmal neu. Aufpassen, dass man keine Brücke zwischen die Kontakte lötet. So, dann nehmen wir das neue Display. Die Folie geht ab. Legen das erstmal hier vorsichtig drauf. Jetzt haben wir hier Löcher. 1, 2 und hier unten auch. Die helfen einem ganz gut beim Ausrichten des Displays. Festhalten. Zuerst mal ein paar Stellen anheften. So, noch mal ein bisschen Flussmittel oben drauf. Neues Lot. Jetzt drücke ich die Leiterplatte hier fest und streiche mit dem Lötkolben vorsichtig rauf und runter. So, dann schaue ich noch einmal mit der Lupe. So, sieht gut aus. Ein bisschen Leiterplattenreiniger nehmen. Das Flussmittel abputzen. Und das machen wir in den ersten Test. Absaugung kann aus. So, wie man sieht, zeigt wunderbar an. Auch bei diesem Display haben wir die Möglichkeit, den Kontrast noch nachträglich einzustellen. Der ist jetzt schon perfekt. Hier haben wir diesen kleinen Drehregler, diesen kleinen Poti. Da kann man mit einem kleinen Kreuz oder ich nehme hier so einen kleinen Schlitzschraubendreher hier hinein und vorsichtig nach links oder nach rechts drehen.
und den Kontrast seinen Wünschen entsprechend einstellen. Aber das hier ist schon alles super, das bleibt so. So. So, dann nehmen wir hier auch die Schutzfolie runter. Das Kabel schiebe ich hier leicht ein Stück drunter. Und dann kann man das hier vorsichtig etwas runterfalten. Das Kabel ist sehr stabil, da kann nichts passieren. So, richtig draufsetzen, darauf achten, dass man hier mit dem Glas auch wirklich in der Führung ist und dass das Glas nicht hier einfach so eine Ecke oben drauf liegt. Wenn man dann den Rahmen drauf macht, dann bricht die Ecke weg und dann ist das Display kaputt. Hier drücke ich das Kabel auch noch ein bisschen rüber. Da muss das hier rein. So, nochmal drauf achten hier auf diese Ecke und hier auch. Auf Spannung halten, dann biegen wir die Verriegelung wieder zurück. Auf dieser Seite auch. So könnt ihr es sehen. Gut, dann nehme ich nochmal ein Mikrofasertuch. Gut, und dann geht es wieder zurück zum Zusammenbau. Klick. Man hört auch immer, ob es eingerastet ist. Kann auch mal nachdrücken. Gleiche Verriegelungstechnik wieder. So, jetzt müssen wir noch einmal gucken, ob die kleinen Displays auch anzeigen. Ja, alles gut. Sollten die mal nicht korrekt anzeigen, nochmal die Verriegelung hier unten lösen. Displays nochmal ein bisschen ausrichten und dann nochmal kontrollieren. Setzen wir es wieder drauf, schieben es da drunter, hier auch. Hier sieht man die Kerben, die gehen hier genau drauf. Auch hier kann man nochmal rüber putzen. Dann setzen wir die Zeiger auf. Ich setze sie mal leicht auf und dann drehe und drücke ich gleichzeitig. Hier aufpassen, dass genug Luft bleibt zwischen Zeigerboden und Ziffernblatt, dass der Zeiger nicht schleift. So. Tankzeiger. So, wenn wir die jetzt einstellen, dann gehen wir immer gegen Uhrzeigersinn. So, bei Zündung anziehen sie sich immer noch mal in Position. Ist auch wirklich laut. So, wie man sieht, der ist gut, Tank ist auch gut, die beiden sind noch nicht ganz korrekt.
sicherheitshalber in Position. Display zeigt super an. Dann pinsel ich noch mal ein bisschen den Staub runter. So, das setzen wir hier wieder rein. Klick, gucken, dass die kleinen Haltenasen hier drin sitzen. So. Dann machen wir das Glas noch etwas sauber. So, den Rückstellstift hier nicht vergessen. Einmal draufdrücken. Klick. Vorsichtig aufsetzen. Auch da klickt es nochmal. Zwei Schrauben. So, noch einmal letzter Test. So, alle Pixel wieder da. Display sieht wunderbar aus. Fertig. Viel Erfolg beim Selbstmachen.